In diesem Video Tomaten, ganz viele Tomaten, Katze Luzi, ein selbstgemachtes besonderes Brot, Zwiebeln, ein Holzfeuer, die wahrscheinlich weltbeste Tomatensoße, meine Kartoffelernte, ganz viel Tomatensoße und wie meine Überwachungskamera denjenigen erwischt hat, der einfach seinen Hahn bei mir entsorgt hat, nachts und heimlich. Aber jetzt los geht's. Die große erste Ernte steht an Tomaten. Das werden wir jetzt erledigen. Und natürlich gibt es wieder Spezialtomatensoße daraus. Und zwar von ganz kleinen Tomaten über mittlere bis hin zu den ganz dicken. Und dabei hilft mir Tom. Tom ist ein Zuschauer, hat gefragt, ob er mal für ein paar Tage kommen kann zum Helfen. Und weil er so sympathisch war, habe ich ja gesagt. Tom, gefällt es dir bis jetzt? Bisher sehr gut, ja. Und wo bist du her? Aus Jena, aus dem Saaletal. Erzähl mal was über dich. Was machst du gerade? Ich studiere technische Physik, genau, und bin momentan auf Urlaubsreise. Okay. Gestern Abend hatten wir schon ein bisschen Gespräch über Photovoltaik und Energietechnik und echt interessant. Tom kennt sich super aus. Endlich mal jemand mit viel Fachwissen, finde ich ganz klasse. War ein tolles Gespräch. Fand ich auch, ja. Vielleicht machen wir mal was zusammen, einen Livestream über die Technik, weil jemand, der sich so auskennt, so in der Materie drin ist, super. Hättest du Lust? Können wir gerne machen, ja. Okay, jetzt aber Tomaten. Jetzt Tomaten, genau, damit du im Winter auch was zu essen hast. Genau. Und dann geht's los mit der allerschönsten Arbeit, dem Ernten der großen und kleinen Tomaten. Wir ernten aber auch Chili und Paprika, kommt auch ein bisschen mit in die Soße rein. Es ist immer das Schönste und darauf warte ich eigentlich das ganze Jahr, jetzt die Tomatenernte, die Kisten zu füllen. Ach, einfach herrlich. Da rechts von mir ist ein großer Strauch Basilikum, das ist African Green. Rechts davon, bisschen kleiner, ist African Blue und richtig ergiebig. Hier sieht man die Strauchtomate, Mom's Paste, ideal zum Einkochen, zum Direktverzehr weniger geeignet. Hier die Ananastomate, perfekt für den Direktverzehr, schmeckt gut, riesengroß und einfach ergiebig. Ui, schaut's euch an, was ein Ergebnis. Und jetzt schaut mal in die Kiste rein, was da für eine bunte Vielfalt drin ist. Da kommt Geschmack in die Soße. Hopp! Ihr könnt ja jetzt schon mal raten bzw. schätzen, wie viel Kilo Tomaten wir hier geerntet haben. Die kommen nämlich gleich auf die Waage. Ich hole jetzt mal eine Waage, aber ihr ratet schon mal das Gewicht. Was könnte das sein? Vier Kisten voll mit allerschönsten Tomaten. Sean, and what are you doing? Making Irish soda bread. Can I have a look? Have a look. Oh, it looks beautiful. Hopefully it tastes beautiful. Looking forward to taste it. Yes. Also, bleibst du bei deinen 38 Kilo? Ich erhöhe auf 46. Ach komm. Ich schätze mal 48. Nummer 1, 12. Nummer 2, 13. 25. Nummer 3, 16. 41. Und Nummer 4, 15. Wären wir bei 56 Kilo. Ja. Sauber, hä? Das ist das Ziel. Das wollen wir draus machen. Das ist noch von letztem Jahr. Jetzt könnt ihr mal raten. Das ist ein Literglas hier. Wie viele Gläser gibt es dann? Was schätzt ihr? 70. Wie kann das mehr werden? Es kommt Wasser noch hinzu. Nee, kommt kein Wasser hinzu. Ja, ich füge da ganz viel Wasser hinzu. Das würde ich machen, wenn ich es verkaufen würde und ganz geldgeil wäre. Dann würde ich Wasser hinzufügen, weil Wasser ist schwer und billig. Aber im Gegenteil, ich entziehe dem ja Wasser. Ja, klar. Durch das Kochen. Ich lasse viel verdunsten, damit die Konsistenz nicht super flüssig ist, sondern soll ja auch ein bisschen fester sein. Du darfst noch mal schätzen. 50 Gläser. Okay. Ich würde sagen, Maximum 40. Okay. Klar, Kräuter werden wir noch reinhauen und Paprika und Zwiebeln und alles Mögliche. Und auch Gewürze, wiegt ja auch alles ein bisschen was, aber kann man vernachlässigen. Und jetzt geht's los mit dem Schnibbeln. So, dann starten wir jetzt mit den Tomaten, kleinschneiden. Und super, wenn man Freunde da hat, es geht einfach auch so viel schneller.
Daniela, du machst Knoblauch. Mhm. Sean macht die Zwiebeln. Bist du schon am Weinen? Ja. Oh. We can change if you like. Nein. Nein? Danke. Und nein. Tom und ich schneiden Tomaten. Wichtig beim Tomatenschneiden, denn die Tomaten haben ja eine feste Haut, ist ein scharfes Messer. Deswegen lege ich mir immer gleich meinen Schärfer hin. Normalerweise schärfe ich meine Messer ja mit einem Wetzstein. Aber hier muss es schnell gehen, deswegen hier diesen mit Keramikklingen allerdings. Ich habe es schon mal im Video erklärt, es gibt die ganz billigen, die haben Metallteile hier drin und die ziehen dir das Messer zwar scharf, aber nur indem sie Abrieb machen, während hier die Keramik, die schärft tatsächlich. Und so flutscht das Messer dann richtig schön durch die Tomate durch, so muss es sein. Und viele großen Tomaten, die haben ja hier so ein bisschen Verwachsungen. Das macht gar nichts. Kann man auch ein bisschen rausschneiden, wenn es zu viel ist. Und auf der Rückseite auch. Und da gehe ich einfach mit einem scharfen Messer her und hebel das so ganz hauchdünn ab. So, es ist quasi nur die Haut. Kein großer Verlust. Und das Eingewachsene ist ein bisschen weg. Dann wird sie halbiert. Und zwar so, dass der Strunk auf der einen Seite ist. Den Strunk hole ich dann mit so einem V-Schnitt einfach raus. Kompost und wie gesagt, wenn hier noch mal so ein bisschen Verwachsungen sind, kann man da auch noch mal rüber gehen. So. Und dann schaue ich, dass ich die Schale möglichst klein schneide, denn bei mir bleibt die Schale drin. Deswegen mache ich hier so ein paar Schnitte rein und gehe dann noch einmal quer rüber. So und so. Und so kann man jetzt erkennen, sind die Schalenstücke so auf 1-2 Quadratzentimeter maximal. Und immer auf die Finger aufpassen, denn mit einem scharfen Messer, ja, es ist schnell passiert. Okay. Oh, are you crying? Oh. It's so bad. Oh, poor boy. I'm so sorry. Und so seht ihr, bei einem scharfen Messer, das flutscht durch und quetscht die Tomate nicht. Und chinesisches Kochmesser. Immer wieder gut. Zack. So eine Menge, einfach einmal aufnehmen und rein damit. Bigotti sagt, chinesische Kochmesser sind beste Kochmesser von Welt. Man gewöhnt sich auch echt schnell dran an diese Messer. Wie gefällt's dir, chinesisches Kochmesser? Ja, wenn sie sehr scharf sind. Und du hältst es auch richtig, sehe ich. Ja. Also die Schaufelfunktion ist eine echte Bereicherung. Perfekt, ne? Ja. Ich liebe es. Kennt ihr mein Video zum chinesischen Kochmesser schon? Verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Einfach ein super Messer, super vielseitig. Man kann so viel damit machen. Und was man damit alles machen kann, zeige ich euch in diesem Video. Schaut rein. Es ist auch unter diesem Video verlinkt. Und so schneiden wir Knoblauch, Zwiebeln und Tomaten. Der Topf wird immer voller, die Kisten werden immer leerer. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, nach dem Brot zu schauen. Bin schon gespannt. Das ist das Brot hier mit Buttermilch, das Sean gerade hier in der Pfanne gebacken hat und im Backofen. Jetzt schauen wir mal, wie wunderschön das rauskommt. Das sieht schon fast ein bisschen aus wie Kuchen. Du hast was dran gemacht? What's the ingredients? Buttermilk, Flour, Soda, Baking Soda, Sugar, Salt and an Egg. Yeah, that's really it. Looks beautiful, smells beautiful. Yeah, it's my first time making bread, so let's just hope it turns out all right. Dazu gibt's einen Tomatensalat, der wird gleich noch angemacht. Jetzt habe ich leider vergessen, es beim Essen zu filmen, aber ich muss sagen, es hat uns allen sehr gut geschmeckt. Ich würde nur was anderes machen, weil es doch ein bisschen arg kuchenartig war. Ich würde Ei und Zucker einfach weglassen, so ist es auch in den meisten irischen Rezepten. Ich selber habe ja auch ein Brot gebacken, ein Sauerteigbrot mit dem Sauerteig vom Heiko, der mit dem schwarzen Daumen, und es hat fantastisch geschmeckt. Dann habe ich noch eine Pizza gemacht, hier mit viel Zwiebeln, Käse, Tomaten von der Ananastomate, Kapern und Sardellen. Ich mag es so sehr gerne.
Nach dem Backen sah es dann so aus und es hat super geschmeckt. Einfach herrlich. Und ich muss gestehen, ich bin ein Fan von Pizza Tropicana hier mit Banane und Chiliflocken. Wow! Probiert's mal aus, wenn ihr für sowas offen seid. Ich liebe es. Und bevor ihr das nächste Mal eine Pizza beim Lieferdienst bestellt, schaut euch mal das an. Es blubbert, wenn es aus dem Backofen kommt. Ihr könnt es belegen mit was ihr mögt und sie schmeckt einfach so viel besser als so eine gelieferte, die meistens nach Pappe schmeckt. Dann nehmen wir natürlich noch Saatgut von den Tomaten. Ganz wichtig für die Tomatenverlosung, für die Saatgutverlosung, die ich ja jedes Jahr mache. Seid also dabei. Am besten jetzt auf den Abo-Button drücken, dann verpasst ihr das nicht. Und dazu nehmen wir schöne Früchte, suchen wir uns aus. Die schneide ich auf, am besten hier einmal quer durch. Und dann sieht man schon, gerade bei der Ananastomate, die haben relativ wenig Kammern für das Saatgut. Bei anderen ist deutlich mehr drin. Und hier nehmen wir uns ein Glas und einen Löffel und dann einfach so ein bisschen quetschen. Dann kommen sie schon von alleine raus, wie man hier sieht. Oder mit dem Löffel so ein bisschen reinfahren. Da darf auch ein bisschen Fruchtfleisch mit dabei sein, das macht gar nichts. Die sollen jetzt dann eh anfangen zu gären, damit sich die Gallerte hier um die Kerne löst, damit man dann nur den schönen Samen hat. Und der Rest natürlich kleinschneiden und ab in die Soße. Dann, oh, herrlich. Dann flutscht sie einfach durch. Kerne sammeln. Alles für die Zuschauer. Für mich brauche ich auch ein paar, natürlich ganz wenige. Ich brauche ja vielleicht 10, 15 Pflanzen. Dazu brauche ich dann 20, 30 Saatgutkörner. Das würde mir allein reichen. Aber ich sammle hier viele hundert, wenn nicht sogar 1000 für die Zuschauer, für die Verlosung. Dann kommen die Zwiebeln dran. Der große Topf, 40 Liter außerdem, wenn ihr sowas sucht, schaut, sucht gebraucht, eBay Kleinanzeigen zum Beispiel oder auf Flohmärkten, gibt sowas immer mal wieder für kleines Geld. Für den habe ich, glaube ich, 20 Euro bezahlt hier. Der war ohne Deckel, einen Deckel habe ich mir dann separat noch gekauft, aber so ein Topf ist einfach Gold wert. Und hopp. Hey. So, dann können die Tomaten auch schon mal warm werden und heiß werden. Zwiebeln brauchen noch ein bisschen. Zwiebeln nicht schwarz werden lassen, sondern nur glasig. Also keine Röstzwiebeln. Wenn die Zwiebeln so auf halbem Weg sind, dann kann der Knoblauch mit dazu. Ja, wenn Zwiebeln und Knoblauch weich sind und glasig sind, dann kommen sie zu den Tomaten. Ich liebe ja wirklich meine Eisenpfannen, aber der große Nachteil ist das Gewicht. Unglaublich schwer im Vergleich zu diesen einfachen aus Alu und dann mit dieser Kunststoffbeschichtung, Teflon da drin, mag ich nicht. Aber dann habe ich halt den Nachteil mit dem Gewicht. Und weiter geht die wilde Fahrt mit dem Tomatenschnibbeln. Zuerst habe ich hier die Mom's Paste vor mir. Natürlich nehme ich da auch immer das Saatgut. Dann kommt Rigottis Ochsenherzen dran, auch Saatgut nehmen, ganz wichtig immer von den schönsten Tomaten. Und am Schluss hier noch diese wunderschönen gelb-roten, das sind die Ananastomaten. Seht ihr die Tomatenvielfalt, so muss es sein. Bunt, schön und lecker. Die erste Charge ist drin. Über 50 Kilo im 40-Liter-Topf, aber es hat tatsächlich nicht gereicht. Ich muss noch mal einen zweiten herstellen. Das Ganze darf jetzt aber erstmal einköcheln, das dauert ein paar Stunden. Die starke Flüssigkeit, hier ist ja viel Flüssigkeit drin, die muss jetzt erstmal raus. Einköcheln. Aber dann sind ja alle Vitamine tot. Ja, genau, aber deswegen essen wir ja auch in der Tomatenzeit möglichst viel frisch. Aber für den Winter wird halt nun mal eingekocht. Viele Vitamine gehen dadurch verloren. Es gibt aber auch hitzestabile Vitamine. Und der gesunde Stoff in den Tomaten, das ist die rote Farbe, die
ist hitzestabil. Im Gegenteil, die wird sogar noch aktiviert durchs Einkochen und die bleibt drin. Und wenn ich dann im Winter ein Glas Tomatensauce aufmache und freue mich an dem guten Geruch und habe einfach auch was Gesundes, was Gutes. Vitamin C gibt es dann von anderen Gemüsen, wie zum Beispiel von Karotten oder Pastinaken oder vom Lauch, dem ganzen Wintergemüse, das ich dann reinhole. Also, man lebt ja nicht nur von Tomatensauce, die man eingekocht hat, sondern von Vielfalt. Wir sind tatsächlich fertig mit dem Schnibbeln. Tom, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Perfekt. Wir müssen heute ein bisschen was tun, nämlich Kartoffeln aus der Erde. Es ist zwar noch ein bisschen früh, es sind nämlich späte Kartoffeln, Bamberger Hörnchen, aber die müssen raus, denn das Kraut, das ist schon entsprechend kaputt. Was meinst du? Ich habe hier schon ein paar Kartoffeln raus und sie sind schon auf jeden Fall fertig. Wunderbar. Ja, magst du mir was sagen? Oh, Luzilein, was ist denn los mit dir heute? Und dann haben wir hier im Beet auch noch mal eine Reihe Violetta, blaue Kartoffeln. Die müssen jetzt auch raus. Die müssen jetzt auch fertig sein. Da kommt schon die Kraut- und Braunfäule. Und bevor die in die Kartoffeln geht, müssen die Kartoffeln natürlich raus. Würdest du das machen? Ich denke, ich krieg's hin, ja. Wunderbar. Oh, gar nicht so schlecht, hä? Ja. Ah, wunderschön. Zwar verwachsen, aber einfach meine Lieblingskartoffel. Bamberger Hörnchen. Auch schöne dabei. Natürlich ja, immer kleine, macht aber nichts. Die esse ich einfach mit Schale. Aber die Ausbeute ist trotzdem super gering. Merken für nächstes Jahr wieder mehr Kartoffeln anbauen. Tom, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Ciao. Ich komme noch mal wieder. Ja, und immer gern. Probieren wir die Tomatensauce. Ja, sehr gern. Und dann machen wir ein Video über Energie, Photovoltaik. Genau. Tolles Know-how, was du sehr hast. Sehr gerne. Gute Reise. Danke. Vielen Dank für deinen Besuch. Hat mich gefreut. Ciao. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Was a pleasure. Yes. Auf Wiedersehen. Ja, Daniela muss schon leider wieder gehen. Sean, was very nice to meet you. You too, Florian. Maybe bye-bye. We see you again soon. Yes. Who knows? Who knows? And who knows? Have fun in Berlin. Nice city. Thank you. Dirty and crowdy and... Despite all the good stuff you know about. Have a good trip. Aww. Bye from us. Die Soße hier, die hat jetzt einige Stunden geköchelt und jetzt schmecken wir sie mal ab. Ein unglaublich guter Tomatengeschmack, aber es fehlt noch Salz. Das sieht jetzt viel aus, aber denkt dran, das ist ein 40-Liter-Topf. Hier könnt ihr auch sehen, wie stark die Soße reduziert ist. Sie war ja fast randvoll. Also da sind einige Liter draußen. Ich habe mich jetzt außerdem entschlossen, diese Soße hier so zu lassen, wie sie ist. Da ist hier nur ganz wenig drin. Bisschen Basilikum, bisschen Rosmarin und das Salz. Bleibt so, es schmeckt fantastisch. Weitere Soßen, die ich machen werde, es kommen ja weitere Ernten aus dem Gewächshaus, die werde ich noch anders aufpeppen. Bleibt also dran. Rezept hierfür schon mal unter diesem Video. Schritt 1, Gläser sterilisieren. Ich empfehle euch wirklich so einen Greifer hier für die Gläser, denn die sind wahnsinnig heiß jetzt und der Greifer greift die perfekt, da rutscht nichts weg. Ganz sichere Sache, verlinke ich euch unterm Video. Sehr empfehlenswert. Und dann ist noch ein Freund vorbeigekommen, Wolfram. Er ist nicht nur Vorstand in unserem Angelverein. Mit ihm habe ich auch schon mal ein sehr spannendes Video gemacht. Und zwar ging es um Forelleneier, Bachforellen, die wir in den Lech gepackt haben, in eine Brutbox und dort großgezogen haben. Außerdem mit Erfolg. Schaut euch dieses Video hier rechts oben an. Spannend. Und es passen richtig viele Gläser rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es ist der nächste Tag und die erste Charge ist schon fertig. Es passen ja in meinen Einkochautomaten 14 Gläser rein. Ich verlinke euch den unterm Video. Und einen Fehler habe ich aber gemacht. Schaut euch mal die Gläser an. Erkennt ihr die weißen Flecken? Das ist Kalk. Kommt vom kalkhaltigen Wasser bei mir im Wasserbad. Kann man ganz einfach umgehen, indem man einen Schuss
Essig ins Wasser macht. Ich nehme hier billigsten Essig, nämlich Essigessenz. Ist gut zum Reinigen oder um das Wasser ein bisschen zu neutralisieren. Dann hat man einfach die Kalkflecken nicht. Ist nichts Schlimmes, aber halt auch nicht gerade schön. Die Gläser hier, die hatte ich bereits gestern rausgenommen aus dem Einkochautomaten. Sind schon alle im Unterdruck. Diese Klammern hier, die können also weg. Verwendet immer so eine Zange hier, damit ihr eure Finger nicht verbrüht. Das Wasser ist kochend heiß. Auch die Deckel kommen rein und die Gummis. Und denkt dran, immer ein Deckel drauf, spart Energie. Und jetzt habe ich noch ein Rätsel für euch. Könnt ihr erkennen, was das hier sein könnte? Dieses wunderschöne Muster? Da taucht was Rundes auf. Ja, tatsächlich ist es ein Fensterladen eines alten Hauses mit verwittertem Lack. Und natürlich gibt es jeden Tag Tomatensoße bei uns, naja, fast jeden Tag, mit Chiliflocken und viel Soße, wenig Nudeln. Oh, köstlich. Guten Appetit. Noch ein bisschen Käse drüber. Nach ein paar Minuten im kochenden Wasser sind die Gläser sterilisiert. Und ihr seht, wie schnell das geht, diese Gläser zu befüllen. Es ist relativ einfach alles. Pro Glas 1 Liter Tomatensoße, pro Glas eine Mahlzeit für 2 Personen. Und es schmeckt so köstlich, zusammen entweder mit Pasta oder ganz einfach pur als Tomatensuppe oder als Grundlage für irgendeine Soße. Ja, und dazu ist es auch noch eine Arbeit, die richtig viel Spaß macht, sich Vorräte anzulegen für den Winter. Was ganz Tolles. Und mein Vorratskeller, der ist außerdem umgezogen, neu gestaltet. Den werde ich in Kürze mal vorstellen. Bleibt also dran. Und weiter geht's mit Gläser sterilisieren, auch die Deckel und die Gummiringe. Abfüllen in die Gläser mit diesem wundervollen Marmeladentrichter hier. Der ist echt spitze, war eine super Anschaffung. Gummis auf die Deckel, Klammern drauf. Diese Klammern sind außerdem nur während des Einkochvorgangs nötig. Die kommen, sobald sie dann erkaltet sind, wieder runter. Dann sieht man, falls irgendwas schiefgegangen sein sollte, dann gehen die Deckel nämlich auf und man kann es sofort erkennen. Wenn das gleich nach dem Einkochen geschieht, kann man es natürlich gleich verbrauchen. Aber sollte das ein paar Tage, Wochen oder Monate später passieren, kann auch sein, dann muss man es natürlich entsorgen. 14 Gläser passen in den Einkochautomaten. Die unterste Lage, die steht unter Wasser. Bei der obersten Lage, da muss man einfach bis knapp unter den Rand auffüllen. Deckel drauf und fertig. Und dann folgt die letzte Charge, alles in Weggläser. Und ihr wisst vielleicht, die Firma Weg hat Insolvenz anmelden müssen. Hier der Einkochautomat, die Gläser, die Gummiringe, die Klammern, alles von der Firma Weg. Wirklich sehr schade, aber ich glaube, es wird weitergehen mit der Firma. Entweder wird sie aufgekauft und die Produktion geht weiter, oder es wird andere Hersteller geben, die diese Gummiringe, Deckel, Gläser oder Klammern herstellen werden. So, wer von euch hat mitgezählt? 37 Gläser sind es geworden. Eins haben wir verschenkt an meinen Kumpel Wolfram. Eins haben wir gleich gegessen, wären also 39 Gläser. Nicht schlecht und ist wieder ein guter Vorrat. Ist das alles das Jahr? Nein, natürlich nicht. Kommen ja noch viele Ernten. Hier hängt ja noch jede Menge, was grün ist, was jetzt noch reifen darf. Die Ochsenherzen, Rigottis Gartentomate, Mom's Paste, Black Cherry und noch jede Menge andere Tomaten. Was ist denn da los? Ich dachte, was kräht's hier denn? Ja klar, mein Hahn kräht. Aber im Wettbewerb mit einem anderen. Schaut mal daher, wer bist du denn? Hey du? Wo kommst du denn her? Hä? Und hier liegen Federn rum.
Wahrscheinlich von dir. Ja, komm halt her. Komm. Kaki. Dann schauen wir mal, ob wir dich ins Gehege reinkriegen. Hä? Ja, da rein. Du auch, Schatzele. Hab, so ist gut. So, und verträgst du dich mit den anderen auch? Oder wurdest du von irgendjemandem abgeladen hier? Was ja aber auf gar keinen Fall geht, falls denn irgendjemand hier einfach abgeladen hat. Sowas macht man nicht. Vielleicht ist aber auch einfach irgendwo ausgebrochen. Könnte natürlich auch sein. Hm? Merkwürdig. Muss ich mal bei den Nachbarn nachfragen. Ja, und dann habe ich mir einfach mal meine Überwachungskamera-Bilder angeschaut. Datum und Uhrzeit ist ja drauf und um 22.22 Uhr, schaut mal hier in den Bereich, da sieht man den Lichtkegel eines Autos, das bei mir hier in die Einfahrt reinfährt. Jetzt hört man es auch. Hier sieht man nochmal das Licht der Scheinwerfer. Leider hat es nicht mehr aufgenommen. Aber jetzt kommt eine Motte und fliegt in den Kegel der Kamera, macht damit das Licht an und da hinten sieht man ihn, den Hahn, da sitzt er schon. Also ist der Beweis, irgendjemand ist hier in die Einfahrt gefahren und hat den Hahn hier abgeladen. Unmöglich. Und hier ist er jetzt und kräht. Lieber Mensch, der du deinen Hahn so entsorgt hast, warum hast mich nicht einfach gefragt, ob ich den Hahn haben möchte? Wäre doch viel schöner und einfacher gewesen. Es ist nur wichtig, dass ihr zwei euch vertragt und keine Streithähne werdet. Ah, okay, schade. Das geht so natürlich nicht. Wer von euch braucht einen wunderschönen, weißen, kräftigen Hahn? Mir gegenüber war er außerdem überhaupt nicht aggressiv. Und wer ihn abholen möchte, der bekommt von mir natürlich noch eine persönliche Führung durch den Rigotti-Garten. Also Menschen gibt's. Andererseits, wenn du das Video zufällig siehst, dann melde dich doch bei mir. Ich werde dir versprechen, ich habe keinen Groll gegen dich. Wir werden das klären mit dem Hahn. Ich werde ihn übernehmen. Aber wir machen das einfach wie zwei vernünftige Menschen. Versprochen, du hast wirklich keine Nachteile daraus. Und ich würde mich freuen, wenn es klappt. Wisst ihr, worüber ich mich richtig gefreut habe? Über dieses wunderschöne, wirklich wunderschöne Tomatenbild hier. Das sind Journey Prints von Lisa Alessandra. Ganz herzlichen Dank dafür. Richtig toll gemalt. Und Martin, auch an dich vielen Dank. Du hast mir Erythrit zugeschickt zum Ausprobieren. Ich kenne es nicht, habe noch nie so einen Zuckeraustauschstoff probiert. Süßungsmittel, bin ich sehr gespannt. Danke dir. Hat euch dieses Video gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen rauf. Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich mache jetzt weiter hier beim Saatgut. Hier das erste habe ich schon, Black Cherry. Weiter geht's mit den ganzen anderen Sorten und diese Saatgutverlosung, ja, das mache ich, damit ich euch was zurückgeben kann. Ihr seid spitze, vielen Dank fürs Zuschauen, ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Tschüss.